Unsere Eintracht zu Gast im Philippsstadion von Eindhoven beim 24-maligen holländischen Meister der PSV. Ein munterer Auftakt der Adlerträger Filip Kostić mit der ersten Chance, die hereingab auf André Silva. Doch der Ball geht knapp am langen Pfosten von Lars Unnerstall vorbei. Erste dicke Chance für das Team von Adi Hütter in dieser Partie. Die nächste Aktion, die gilt den Gastgebern. PSV über die Zentrale. Tastet sich in den Strafraum vorbei. Die Hereingabe, aber dann der Kopfball geht am Tor von Kevin Trapp vorbei. Dann läuten die Sirenen in der Nähe des Philippsstadions. Gefahr in Verzug für die Gastgeber. Aber André Silva verpasst hier diesen Kopfball. Dann diese Aktion. Tolle Balleroberung von Gonzalo Paciencia. Der Pass auf Filip Kostić und dann Dominik Kor per Kopf aus dem 5-Meter-Raum. Ball geht an die Querlatte und wird zur Ecke geklärt. Es war die letzte nennenswerte Aktion im ersten Durchgang. In der Pause wurde auf beiden Seiten fleißig durchgewechselt. Vor allem bei unserer Eintracht. Viele neue Gesichter, darunter diese beiden Herren. Steven Zuber und Daichi Kamada. Tolle Hereingabe von Zuber. Daichi Kamada zieht ab und trifft 10 Minuten nach dem Wiederanpfiff zum verdienten 1:0 für die Eintracht. Zuber zaubert hier. Wunderschöne Hereingabe und Daichi Kamada zieht ab und trifft zum 1:0. Hier nochmal zum Ansehen und Genießen. Keine Chance für Lars Unnerstall. Anschließend, 8 Minuten später, dieser Fehler im Aufbauspiel unserer Eintracht und Cody Gakpo zieht ab und trifft zum Ausgleich. Frederik Renault ist zwar noch dran mit seinem rechten Arm, kann hier den Ausgleich aber nicht verhindern. Minute 69. Freistoß. Steven Zuber und Martin Hinteregger in der Nähe des Balles. Zuber. Und dann Hinteregger drin, 2:1 für Eintracht Frankfurt. Martin Hinteregger aus gut 20 Metern zieht er ab. Auch hier der Ball noch leicht abgefälscht. Das 2:1. Es sollte die letzte Aktion gewesen sein in dieser munteren Partie, die einen verdienten Sieger mit Eintracht Frankfurt hervorbringt. Weiter geht's nächsten Samstag um 19 Uhr. Bei Ajax Amsterdam, live auf Eintracht TV, Facebook und YouTube, präsentiert von Indeed.